drei essentielle Gewohnheiten für Fußballer. Es ist ein Thema, das viele Fußballer nicht auf dem Radar haben, aber es ist auch ganz wichtig, was neben dem Mannschaftstraining und neben deinem Spiel passiert. Wie bist du als Mensch? Wie planst du deinen Tag? Wie gehst du durch den Tag? Denn so, wenn du den richtig gut planst, wenn du positive Gewohnheiten hast, wirst du Schritt für Schritt besser. Und wenn du negative oder schlechte Gewohnheiten hast, dann bleibst du entweder gleich als Mensch, als Spieler oder verschlechterst dich sogar. Das erste Thema, das wir ansprechen wollen, ist die Planung bzw. wie man den ganzen Tag einteilt. Ich erinnere mich selber noch in der Schule mit 13, 14, 15, 16 wahrscheinlich auch noch. Ja, man ist mit der Schule fertig, 20 nach 3, man geht nach Hause, PC wird eingeschaltet, sofort wird gezockt. Dann 2 Stunden später muss ich ins Training, klar, gehört dazu und das 4-mal. Und ich dachte mir dabei schon, boah, ich bin am Trainieren wie eine Maschine, 4-mal in der Woche. Ich habe gar keine Zeit sonst, irgendwie mehr zu machen. Ich mache ja schon alles für den Fußball. Ich mache schon alles, damit ich besser werde. Aber jetzt im Nachhinein merke ich eigentlich, dass es nichts war. Ja, 4-mal ist schon... Du hast schon eine gewisse Anzahl an Stunden Training, aber die Konkurrenz der Besten, die macht mehr. Und man hat sich dann immer eingeredet, ja, aber ich muss ja für die Schule etwas machen. Ja, ich muss dort lernen, dies, das mit Familie. Aber was hast du gemacht, als du von der Schule nach Hause gekommen bist? Oder was hast du vor der Schule gemacht? Ja, meistens unnötige Sachen, die dich nicht weiterbringen. Wenn man ganz ehrlich ist. Und dieses Thema haben wir auch mit vielen Spielern, die eigentlich individuell an sich arbeiten müssen, an gewissen Punkten. Und dann merkt man nach 4 Wochen, nach 8 Wochen, nach 12 Wochen, sie haben es einfach nicht gemacht. Warum ist das so? Vielleicht erkennst du dich selber hier auch gleich wieder und wir möchten dir da einen Tipp geben, wie du das in den Griff bekommen kannst. Es wird nicht von heute auf morgen komplett anders sein, aber was wir gemerkt haben bei den Spielern, aber auch bei uns, bei dem, was wir jetzt machen, ist einfach die Planung. Und wenn ich am Tag vorher schon weiß, am nächsten Tag muss ich oder will ich unbedingt 30 Minuten beispielsweise am schwachen Fuß arbeiten. Und ich muss das durchziehen und ich schreibe mir das auch effektiv auf. Dann ist die Chance auch viel größer, dass ich das mache. Und wenn du dann vielleicht von der Schule nach Hause kommst als Beispiel und dir denkst, boah, jetzt muss ich auf den Platz oder muss ich den Ball nehmen, vielleicht zu Hause etwas machen, dann denk gar nicht so weit, sondern nimm einfach mal den Ball, denk dran, vielleicht, ja, ich starte mal, vielleicht mache ich nur 2-3 Minuten. Und dann, wenn du gestartet hast, dann zu 99% ziehst du durch. Also wir kennen das selber, wenn wir zum Beispiel ins Gym gehen, vielleicht hat man mal keine Lust, aber wenn man dann ins Auto geht, Richtung Training fährt, dann zieht man das durch. Ja, also Planung am Vorabend und dann ganz einfach starten, einfach reinkommen mit kleinen Hürden, kleine Hürden überspringen und dann wirst du das Ganze auch durchziehen. Der zweite Punkt, die Konstanz. Jetzt, wenn du schon planst und versuchst, das Ganze durchzuziehen, das bringt natürlich nichts, wenn du das einmal machst, zweimal machst, dreimal machst, sondern du musst das über eine längere Zeit durchziehen können. Ja, das ist die zweite Gewohnheit, konstant an sein Ding zu arbeiten. Wenn man jetzt als Beispiel nimmt, nur schon 2x 30 Minuten in der Woche individuell an etwas Technischen arbeiten, dann wären das in einem Jahr, das habe ich hier ausgerechnet, das wären schon 3100 Minuten an Zusatztraining. Und stell dir mal vor, du hättest 3100 Minuten lang zusätzlich an deinem ersten Kontakt gearbeitet, beidfüßig. Würde man da nicht einen extremen Unterschied feststellen, wenn du da wirklich Gas gibst? 100%. Wenn du das richtig machst mit unseren Videos, das siehst du einige Beispiele, dann wirst du zu 100% deutlich besser sein. Und das kann man auch auf ganz andere Themen übertragen. Das ist jetzt ein Beispiel mit der Technik oder mit dem schwachen Fuß. Also stell dir jetzt mal vor,
ein Jahr, zwei Jahre, du ziehst das durch, an deinen Defiziten arbeitest du, dass die auf einem guten Level sind, deine Stärken verbesserst du sogar noch mehr. Und das jede Woche, zwei, drei Mal, dann wirst du ein komplett anderer Spieler. Das heißt, der zweite Punkt, die Konstanz, ist brutal wichtig. Der dritte Punkt, da geht es jetzt schon darum, wie wir mit dem ersten und zweiten Punkt effizient sein können. Und ich nenne das mal jetzt Journaling oder einfach Notizen machen über seine Spiele und Trainings. Dass man sich nach dem Training Gedanken macht, was war gut, was war weniger gut und das für sich aufarbeitet. Und dann ist vielleicht der Punkt im Spiel, ja, ich habe zu viele Zweikämpfe verloren. Dann schreibt man sich das auf für das nächste Training, für das nächste Spiel, Aggressivität, sodass man das immer wieder im Kopf hat vor dem Spiel. Das ist mal der eine Punkt, von dem man profitieren kann, wenn man sich da Notizen macht. Der zweite Punkt ist auch, man merkt vielleicht als Flügel, dass man zwei, dreimal den ersten Ballkontakt eines langen Balles nicht annehmen konnte. Ja, das ist natürlich extrem suboptimal. Schauen alle und dann kannst du den Ball nicht annehmen. Vielleicht wäre es eine Riesenchance gewesen für dich, ein Tor zu machen. Können wir verhindern oder können wir trainieren? Dann hast du das aufgeschrieben und das passiert das zwei, dreimal im Training, vielleicht auch im Spiel. Dann weißt du, gut, in den nächsten 4 bis 8 Wochen beispielsweise muss ich unbedingt diesen ersten Ballkontakt in den Lauf nach einem hohen Ball mit einem Kollegen üben. Und wenn du das 1 bis 2 Mal dann in der Woche machst, wirst du innerhalb kürzester Zeit den Touch so verbessert haben, dass der Fehler fast nie mehr passiert. Und so kannst du Step by Step durch deine Themen gehen, die gerade anstehen. Vielleicht ist der Torschuss, vielleicht ist der Schlenzer mal nicht mehr so gut. Vielleicht Passqualität, Ballkontrolle, geht immer Sachen. Wo passieren bei dir Fehler? Was können wir verbessern? Und wenn du es aufschreibst, dann planst du und dann ziehst du diese Sachen durch mit dem zweiten Punkt. Wenn du diese drei Punkte schon mal befolgst und zu deiner Gewohnheit machst, kann ich dir garantieren, dass du ein deutlich besserer Fußballer wirst. In diesem Sinne, dranbleiben, Gas geben, die Punkte umsetzen. Ganz, ganz wichtig, jetzt nicht Video weg und dann bleibt es so wie immer. Durchziehen, vamos, level up your game.